So, prima. Heute haben wir wieder einmal einen Gast hier, nämlich Pia Wüstenberg. Herzlich willkommen. Danke. Pia Wüstenberg haben wir schon einmal in einem kurzen Video mit ihren Objekten vorgestellt, beziehungsweise die Objekte vorgestellt, aber nicht die Persönlichkeit. Pia Wüstenberg ist Designerin, Künstlerin und steht für diese Glas, Keramik, Holz, Gebrauchs- oder eben auch ja, einfach nur Kunstobjekte. Was? Was ist es, Pia? Es ist beides. So wie du es hinstellen magst. Wenn es so steht, ist es ein Kunstobjekt. Es hat keine Funktion. Es soll einfach nur schön sein und es soll europäische Handwerkskunst darstellen oder auch symbolisieren in den einzelnen Komponenten. Und jedes der Objekte kann auseinandergenommen werden. Manchmal sind es zwei Teile, manchmal sind es drei. Und dann ist es Funktion. Also du bist also gegen diese normale Designer-Richtlinie vorgegangen, Form follows Function? Ja, nicht dagegen, aber... Also oder parallel dazu ja. Oder im Gegensatz dazu, das ist nicht dein Fokus gewesen? Nein, ja nicht dagegen, aber es war so der Hintergedanke und es ist eher Function follows Form. Also auch die individuellen Teile sind natürlich so geschnitten, dass es erstens schön aussieht. Und zweitens praktisch ist. Also bei zum Beispiel dem Objekt sind es zwei Schalen und eine Vase. Und bei dem auch, das ist eigentlich fast offensichtlich, dass du hier eine kleine Schale hast. Und hier auch noch eine kleine Schale. Ich gucke das mal vorsichtig. Und hier eine Vase. Aber zum Beispiel bei dem Objekt ist es dann so geteilt, ist es eine Schale, ist es eine Vase? Also da ist die Funktion vielleicht nicht so offensichtlich. Ja. Aber das kann man dann je nachdem, wie man es gerade braucht oder möchte, zusammenstellen. Entweder ja, als Kunstobjekt oder als Gebrauch. Du hast ja deine Ausbildung in Großbritannien, in England gemacht. In London. Ja. Du warst dort an welchen Instituten? An der Royal College. Okay. In South Kensington. Ist das jetzt eine Designschule oder ist das eher eine Kunsthochschule? Oder wird da die Unterscheidung gar nicht so gemacht in Großbritannien? Interessant, ja. Ich würde sagen, wenn überhaupt unterschieden, wahrscheinlich eher Kunst. Wobei, es ist eigentlich zusammen, also es ist parallel Kunst. Und wobei jetzt seit neuestem haben die zwei Campuses, einmal Kunst und einmal Design. Also ich glaube, seit einigen Jahren unterscheiden sie mehr. Aber zu meiner Zeit war das tatsächlich zusammen und in einem Gebäude. Und da war Handwerkskunst auch in demselben Gebäude. Also Glas und Keramik war unten und ich war oben mit dem Designstudio. Konnte also auch direkt Zugriff zu den Materialien haben und zu den Werkstätten. Und das hat natürlich einiges geholfen im Prozess, dass ja. Man das erleben kann und lernen kann. Genau, weil das sind ja alles Prozesse, die man so nicht kennt und die man mal erleben muss, um damit überhaupt was entwerfen zu können. Ja, ich frage das jetzt deswegen, weil wir ja in Deutschland ganz besonders sehr stark Kategorien haben, die wir in Schubladen denken. Das eine ist die Kunst, das andere ist das Handwerk. Dann haben wir das sogenannte Kunsthandwerk. Ein Begriff, den wir persönlich hier in der Galerie Stielhaus nicht so gerne verwenden, weil wir sagen eher gestaltendes Handwerk dazu, weil Kunsthandwerk ist oft so kunstgewerblich, so ein bisschen für viele eben auch geschmäcklerisches rüberkommt. Wobei eben uns ja immer wieder interessiert hier, und ich denke, du bist da der absolute Prototyp, wir haben hier den Übergang von Handwerk, Kunsthandwerk, Kunst. Mhm. So siehst du das auch. Ja, ein Übergang oder ein Zusammenspiel davon. Ja, ja. Ja. So sehe ich das auch, ja. Und ich finde das auch tatsächlich schade, dass es in Deutschland so stark getrennt wird. Und auch schade gerade für die Handwerker oft, weil Handwerker sind ja Künstler auch in einem. Und das ist immer so, also mit diesen Kammern und diesen ganzen verschiedenen Zulassungen, die man haben muss und dass man dann irgendwie ein Meister sein muss, um das wirklich eine Werkstatt zu nennen, das finde ich irgendwie... Ja, das beengt das so, dabei ist es ja eigentlich was ganz Freies. Also ob jetzt als Designer oder Künstler oder Handwerker, ich finde, da müsste man frei schaffen können. Und das ist dann irgendwann tatsächlich schöner, dass es so frei ist. Und vielleicht hat es mir das auch ermöglicht, mit so vielen Dingen zu spielen und zu entwerfen, dadurch, dass es nicht so kategorisiert war. Also Vielfalt spielt für dich schon auch eine große Rolle einfach. Vielfalt in den Materialien, Vielfalt in der Herangehensweise wahrscheinlich auch. Ja, okay. Ja. Ja. Meinst du deine Herkunft sozusagen als internationales Produkt dieser Welt, nämlich halb Finnin, halb Deutsche, in England studiert,
Ich weiß, ich hoffe, darf ich sagen, du hast zwei reizende Kinder, die halb finnisch, deutsch, französisch sind. Also da ist sehr, sehr viel Internationalität drin. Würdest du behaupten oder kannst du sagen, dass auch diese Vielfalt in deinem persönlichen Lebensweg und in der deiner Herkunft auch einen Einfluss hat auf deine Arbeit? Doch, auf jeden Fall. Und vor allem der Kontrast eben, ob jetzt der Kontrast zwischen Kunst und Handwerk, ob zwischen Frankreich und Finnland, ob zwischen Glas und Keramik. Also ich finde das tatsächlich, wir Menschen sind Differentialfühler und ich empfinde das eben sehr stark, wenn ich von einem Land ins andere komme, von einer Kultur ins andere, vom Computer in die Werkstatt und da was mache. Also dieses, wenn ich nur das eine machen würde, würde ich das gar nicht so erleben, wie ich es tue, wenn ich verschiedene Dinge tue. Und auch eben von einem zum anderen wechsle. Und das habe ich so immer erlebt, also in meiner Kindheit und in meinem Leben und auch jetzt in meiner Familie, zwischen den Kulturen und auch eben in der Arbeit mit den verschiedenen Materialien und mit den verschiedenen Künsten, sage ich mal so, oder Können von den Menschen, was man da machen kann. Also das auf jeden Fall. Ich denke, meine Kultur und meine Familie spielt da eine große Rolle. Super. Und Utopia und Utility, das ist ja sozusagen der Markenname, unter dem du deine Objekte, deine Entwürfe produzierst und eben auch dann in den Markt über Galerien und besondere Stellen bringst. Das ist Utopia. Hat Pia da was mit zu tun? Ja, ne? Okay, schwierig damals mit dem Brand. Ja. Aber das ist eigentlich ein wunderschönes Wortspiel. Ja. Weil es sehr, sehr, ja immer sehr, es ist ja vorwärtsgewandt, zukunftsorientiert. Eine Utopie ist ja immer was Besonderes, Schönes. Uns lieber ist die Dystopie, in der wir jetzt im Moment gerade leben. Und was sind so deine Herausforderungen, die du für dich siehst und deine nächsten Schritte in die Zukunft als Künstlerin, als Gestalterin? Was hast du irgendwelche Pläne, hast du bestimmte Ideen, wo du sagst, das wird jetzt vielleicht mein nächster Schritt werden? Gibt es Zukunftsprojekte, auf die wir gespannt sein dürfen? Doch, die gibt es immer. Also im Moment erarbeite ich mir meine Freiheit ein bisschen. Mein Sohn ist ja, wird jetzt 2 im April und das war jetzt mein großes Projekt, war meine Familie und auch das so nach innen gewandt. Und da kam die Zeit eigentlich auch ganz zurecht jetzt mit Corona, weil wir ja alle nach innen gewandt gelebt haben und das auch mussten, also mit dem Zuhause sein. Und das war auch jetzt das Hauptprojekt, das alles so ein bisschen zu strukturieren, dass ich da freier werde von den Kindern, von dem Haushalt, von der Arbeit, wo das so das Studio und das Zuhause und die Arbeit so eingerichtet ist, dass ich hoffentlich neue Sachen machen kann und reisen kann, wenn wir das denn mal dürfen. Das nächste Ziel ist Italien und Stein ist ein neues Material für Utopia, weil ich hauptsächlich immer so arbeite, dass ich das, weil das meine Natur ist, dass ich was erträume und dann das Praktische dazu erstmal einrichten muss, damit ich dann freischaffen kann. Und das würde für mich bedeuten, jetzt einmal die Steinmetze zu treffen, zu sehen, wo die Steine herkommen, zu sehen, wie sie arbeiten und dann mit diesem neuen Material was zu schaffen. Mit derselben Idee, dieses Klassiker für die Zukunft, das ist ja das so ein bisschen, was wir machen, Objekte, die von ihrem Aussehen und von ihrer Funktion zukunftsorientiert sind und für die Menschen eben, ob in Städten oder auf dem Land oder wer auch immer, zu Hause Freude bringen sollen. Und das soll jetzt mit Stein passieren. Ja, klasse. Da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Also auf jeden Fall jetzt eine tiefe Recherche erst einmal in das Material, in die Verarbeitung, um dann hinterher daraus schöpfen zu können. Und nach Italien natürlich. Ja, klasse. Das ist ganz wichtig, in die Sonne und zum guten Essen. Das genau. gehört dazu. Dafür wünschen wir dir ganz, ganz viel Mut, Kraft und Lust darauf und dass das alles so klappt, wie du möchtest. Wir danken dir ganz herzlich, dass du gekommen bist, hier zu uns nach Gut Panka. Dankeschön. Wir freuen uns auf Besucher, die sich diese schönen Sachen anschauen. Wir werden das natürlich auch weiterverfolgen, auch hoffentlich dann neue Sachen auch wieder in der Folge weiter hier präsentieren können. Schauen Sie gerne auch noch einmal auf www.stielhaus-magazin.de. Unter der Künstlerseite von Pia Wüstenberg finden Sie auch noch mal die Objekte in der Abbildung, wenn Sie nicht hier zu uns kommen können. Nochmal herzlichen Dank und ja, uns allen eine schöne Zeit mit viel Farbe, Freude an schönen Dingen und ja, Wohlsein. Dankeschön.
Danke, tschüss.